Willkommen, liebe Zuschauer, zur Vorstellung der Russ, der achten, damit erstmal letzten Zivilisation von Age of Empires 4. In diesem Video möchte ich euch alle besonderen Fakten zu den Russ aufzeigen, wie sie von Age 1 bis Age 4 kommen, was für spezielle Gebäude sie haben, spezielle Technologien und natürlich was für besondere Militäreinheiten und vielleicht auch die eine oder andere Taktik und Strategie, die dort eingearbeitet werden kann. Wenn euch auch die Vorstellungen für andere Nationen interessieren, dann schaut gerne dort auch in meine anderen Videos rein, zum Beispiel zu den Franzosen oder den Deutschen oder dem ganzen Rest. Ich verlinke euch das Ganze gerne. Abonniert auch gerne den Kanal, um nichts mehr zu Age of Empires 4 zu verpassen. Und jetzt legen wir los. Zu den Russ, die sind hochqualifizierte Jäger, um es mal zusammenzufassen, und damit sehr erfahren in der Wildnis. Unterstützt von ihrer kampfbereiten Kavallerie werden die Russen mächtiger, während sie im Laufe der Zeitalter zu neuen Grenzen vordringen. Ganz geschichtlich können wir die Russ zwischen den Jahren 882 und 1552 nach Christus einordnen, die Geschichte eines jungen Imperiums zwischen mächtigen Gegnern gefangen. Gehärtet durch verheerende Invasionen, politische Instabilität und auch bittere Winter wurden die Russ zum Überleben erschaffen. Als Meister der Jagd, des Handels und des Holzbaus würden sie ihr Reich wieder aufbauen, während ihre Führer um die Gründung eines neuen Imperiums unter Moskau kämpften. Age of Empires 4 ermöglicht es, die Russ-Zivilisation durch vier Zeitalter zu erleben, die ja unterschiedliche Momente auch der Geschichte darstellen, was relativ spannend ist. Denn im ersten Zeitalter sieht man die traditionellen Slawen mit normannischen und nordischen Einflüssen, im zweiten Zeitalter sieht man das goldene Zeitalter der Russ mit byzantinischem Einfluss, im dritten Zeitalter sieht man den mongolischen Einfluss und im vierten Zeitalter den Aufstieg des Herzogtums Moskau. Jetzt kommen wir mal dazu, wie sich die Russ spielen lassen werden. Das Jagen in der Natur ist für die Russ sehr relevant. Sie ziehen wichtige Vorteile aus ihrer Umgebung, insbesondere beim Sammeln von Ressourcen für den schnellen Aufbau einer starken Wirtschaft. Feinde, die den Russ gegenüberstehen, werden es erstmal schwer haben, ihr Wachstum zu Beginn zu stören. Die Russ erhalten ein stetiges Goldeinkommen aus der Jagdhütte, die auch als Standardmühle fungiert. Außerdem erhält man beim Töten von Gaia-Tieren ebenfalls jeweils Gold, was sich auf den Kopfgeldscore auswirkt. Das ist ein besonderer Score, der extra dafür eingerichtet wurde. Mit dem Kopfgeldsystem verdienen die Spieler eben Gold, wenn sie irgendein Tier auf der Karte töten. Dies trägt zur Gesamtzahl der Kopfgelder des Spielers bei. So wie diese ansteigen, steigt dann auch die Nahrungssammelrate und die Goldrate der Jagdhütten. Die Russ haben eine mächtige Verteidigungsfähigkeit im frühen Spiel schon. Sie haben stärkere Palisaden anstelle der frühen Mauern und dann auch schon Zugang zu Rittern ab dem zweiten Zeitalter und auch Zugang zu Holzfestungen und verbesserten Außenposten und somit zu einzigartigen Technologien. Man bekommt mehr Holz bei den Russ, wenn Holzfällerlager in der Nähe von Holzfestungen gebaut werden, was relativ wichtig ist zu wissen für die Wirtschaft. In Bezug auf die Schlacht sind die Russ bekannt für besonders drei Militäreinheiten, die ich euch hier in dem Fall einmal zeigen möchte. Einmal gibt es die berittenen Kriegermönche. Ein berittener Kriegermönch ist eine militärisch orientierte Unterstützungseinheit, die die Kampffähigkeit von Einheiten in der Nähe nach einem Angriff verbessert. Es kann Relikte aufheben, feindliche Einheiten umwandeln und heilige Stätten erobern. Dann gibt es noch den berittenen Bogenschützen. Das ist eine einzigartige Fernkampf-Kavallerieeinheit, die im Burgzeitalter verfügbar ist. Der berittene Bogenschütze ist sehr mobil und effektiv gegen langsamere Nahkampfeinheiten. Zu guter Letzt gibt es noch den Strelitzen, eine leichte Schießpulver-Infanterieeinheit mit hohem Schaden und einer höheren Feuerrate im Stand. Der Strelitze verwendet eine riesige Axt, die gegen Nahkampfangreifer stark sein soll. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, denn ich kenne ja die Strelitzen vor allem aus Age of Empires 3 von den Russen. Da sind die in der Masse gut gegen andere Infanterie im Fernkampf. Aber wenn es dann zum Nahkampf kommt, sind die in Age of Empires 3 sehr schwach, vor allem auch gegenüber Kavallerie. Wobei sie auch in Age of Empires 3 eine Axt mittragen. Deswegen bin ich jetzt gespannt, ob es ähnlich wie Age 3 ist oder ob sie doch ein bisschen stärker gemacht werden, um sich vor Raids zu schützen, beziehungsweise ja, vor Angriffen mit starker Infanterie im Nahkampf oder Kavallerie. Gut, machen wir weiter mit den verschiedenen Age-Ups, die es gibt und die Besonderheiten bei den Russ. In Age 1 ist es so, dass die Russ den Zugang zu der einzigartigen Jagdhütte haben, die ich schon erwähnt habe, mit den verbesserten Versionen einer Mühle, die Gold je nach Menge der Bäume in der Nähe produziert. Das ist auch ganz wichtig, dass man also diese Gebäude in der Nähe von vielen Bäumen platzieren sollte. Dort können dann auch in der Mühle Speer rekrutiert werden. Besondere Technologien: der Burgturm.
Der erhöht nämlich den Schaden von Pfeilen, die von der Holzfestung abgefeuert werden. Super zur frühen Verteidigung. Kommen wir weiter. Wir kommen nach H2 mit dem Wahrzeichen des Goldenen Tores. Das Goldene Tor arbeitet als eine Art Marktplatz, bei dem es aber günstigere Handelsmöglichkeiten als bei einem Standardmarkt gibt. Als Spezialeinheiten gibt es noch das Lloydia Handels- und das Lloydia Kriegsschiff. Ganz besondere Schiffe scheinbar, die sich in jede Art von Schiff verwandeln können. Scheint mir ein bisschen OP zu sein, denn ja, man kann ja damit richtig starke, teure Schiffe gleich als Umwandlung nutzen. Vielleicht ist es aber noch so, dass dann nur die Schiffe auch aus H2 verfügbar wären. Damit wäre es dann schon wieder in Ordnung. Ja, nach H3 kommen wir mit der Abtei der Dreieinigkeit mit diesem Wahrzeichen. Dieses Gebäude arbeitet wie ein Kloster, produziert Kriegermönche und reduziert die Kosten und auch die Bevölkerung mit einzigartigen Upgrades für diese Kriegermönche. Spezialtechnologie ist dann in diesem Zeitalter auch die Segensdauer, die es im Kloster gibt. Diese erhöht die Dauer für die Fähigkeit des Segens durch die Kriegermönche. Ja, logisch. So, nach H4, also ins letzte Zeitalter, kommt man mit der Hohen Waffenkammer. Diese bietet zusätzliche Upgrades für Belagerungseinheiten und reduzierte Kosten für die Herstellung von Belagerungswerkstätten in der Nähe. Also auch da sollten die Belagerungswerkstätten nebendran gebaut werden. Als Spezialtechnologie gibt es noch das Training der Belagerungsbesatzung in der Hohen Waffenkammer, welches den sofortigen Auf- und Abbau von Trebuchets und Mangonellen ermöglicht, was in der Hinsicht auch relativ spannend ist. So, das war's zu den Russ als Zivilisation. Ein kleiner Hinweis an der Stelle. Ich werde natürlich, sobald ich die Möglichkeit habe, hoffentlich auch schon vor Release, euch Gameplay zeigen zu Age of Empires 4. Und dann werde ich natürlich auch nochmal zu jeder einzelnen Nation ein Video machen, einen Guide, wo ich wirklich von Anfang an bis Ende euch alles im Detail zu dieser Nation zeige und die Taktik, die dort möglich sind. Also abonniert unbedingt meinen YouTube-Kanal, um das nicht zu verpassen. Kommt auf meinen Discord-Server, Link in der Videobeschreibung. Dort werden wir uns ganz speziell mit Age of Empires 4 auch auseinandersetzen. Dort könnt ihr mit uns ein bisschen diskutieren und dann auch Spieler finden, wenn es soweit ist, am 28. Oktober, wenn das Ganze released wird. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da und schaut doch auch bis dahin noch in meine anderen Videos rein zu Age of Empires 4, die ich euch jetzt am Ende auch gerne verlinken werde. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.